Ja, hallo, wir sind hier im Schloss Drei-Lützow und ich darf Stefan Behrens vorstellen, der eine Menge über den Schlossgeist weiß, oder? Ja. Also Wissen ist da, weil ich hier arbeite. Ich habe das große Glück, im Schloss Drei-Lützow mit einem echten Schlossgeist arbeiten zu dürfen. Der übernimmt die Nachtdienste, ich bin meistens tagsüber da. Und unser Schlossgeist Dieter, merkt euch den Namen, Dieter. Der wohnt da oben auf dem Dachboden. Ich glaube, ihr wollt nachher auch nochmal hochgehen. Und er ist wirklich keine Attraktion für uns, sondern einfach Alltag. Und dieser Alltag ist einfach wunderschön, wenn 120, 130 Kinder Dieter sehen wollen, Dieter treffen wollen, Dieter Briefe schreiben, alles über Dieter wissen wollen. Es ist einfach wunderschön und super, dass wir hier Dieter in unserem Haus haben. Zum Glück. Zum Glück ist er hier und nicht im Nachbarschloss. Wie alt ist Dieter? Da gibt es verschiedene Altersangaben und ehrlich gesagt, das ist nicht so entscheidend. Das Alter ist nicht entscheidend, sondern die Aktivität ist entscheidend. Und Dieter ist sehr aktiv hier. Ja, was macht er denn so? Es gibt Dinge, die glaubt man nicht. Da wachen Kinder morgens auf und haben einen Brief am Abend davor dem Schlossgeist geschrieben. Wachen morgens auf, gehen zum Frühstück, schneiden das Brötchen auf und im Brötchen ist die Antwort. Ist doch verrückt, oder? Das ist ja ganz toll. Und ganz interessant. Oder Dieter ist natürlich auch multimedial unterwegs, auch bei diesen Instagram und sowas. Ich weiß nicht, wie das Ganze heißt. Aber schon gut, also der geht mit der Zeit. Also Alter ist keine Kategorie für ihn. Ja, hallo, wir sind hier in einem ganz interessanten Zimmer. Und was hast du in diesem interessanten Koffer? Kann man den mal... Ja, du fässt da schon richtig an, weil wer es kann, der spürt schon was. Halt mal deine Hand drauf. Ja, Wärme spüre ich. Wärme. Man sieht, man merkt sofort, du hast Erfahrung, die bist Magie. Sensibel. Ja. Und wir können die Magie lösen, weil es gibt eine Geschichte zu dem Koffer, die erzähle ich jetzt nicht, die ist viel zu lang. Aber ich versuche den Koffer mal aufzumachen. Da musst du mir helfen. Ja, so gespannt. Wirst du mir helfen? Ja. Das ist schwer. Was soll ich tun? Tust du es? Man muss diesen Koffer auf diese Stelle küssen. Dann geht er auf. Wie bitte? Ja. Ist ja auch sauber. Na, unter Corona-Bedingungen würde ich sagen, wir haben ihn heute desinfiziert. Dann küsse ich sofort. Einen richtigen oder nur kurz? Ja, also ist schon okay. Dann vorsichtig zurück. Absolute Ruhe. Ich brauche dann ein bisschen Konzentration und dann werden wir mal sehen, was passiert. Ich küsse jetzt. Okay, jetzt brauchen wir Ruhe. Gut geküsst. Gucken wir mal, was sich darin verbirgt. Oh, noch ein Schlossgeist? Nein, das ist falsch. Das ist der Freund vom Schlossgeist. Der Freund? Also das ist nicht Dieter. Nicht, dass du da was verwechselst, Gerlinde. Oh, das ist, Dieter darf ich vorstellen... Ist es nicht. Darf ich vorstellen, es ist Hugo. Hugo! Hallo Hugo. Guten Tag, Hugo. Ja. Wie geht es dir? Und seitdem Hugo hier ist, geht es unserem Schlossgeist viel besser als vorher. Dieter war vorher so nervös, angespannt, gereizt. Verstehe. Ich hatte Stress ohne Ende als Chef hier. Aber seitdem Hugo da ist, perfekt. Dieter ist so entspannt. Seitdem er einen Freund hat, seitdem er einen Kumpel hat, geht es ihm besser. Ein Freund zu haben, ist das Wichtigste im Leben. Und das zeigt sich bei Dieter. Also wir sind jetzt hier in einem Märchenzimmer. In diesem Zimmer gibt es mindestens 20 Märchen, die man suchen kann. Wer an der Wand schaut, erkennt vielleicht die Schatzinsel
Oder auf der anderen Seite die 7 Zwerge, besser nachzählen, vielleicht sind es ja nur 6. Rapunzel, Aschenbrödel, alle sind sie hier. Und in diesem Zimmer sitzen oft 20 Kinder, die Geschichten hören, wo Geschichten gelesen werden, wo Geschichten erzählt werden, sich ausgedacht werden, über die der den Schlossgeist oder über ganz andere Figuren. Es ist ein wunderschöner Raum, den wir hier im Schloss Trelitzow haben. Ich will dir was zeigen. Ja, ich bin gespannt. Wir gehen jetzt hier hoch. Ja. Aber leise. Ja, er wird schlafen um die Zeit. Ich habe einen Schlüssel, ich klopfe an, schließe die Tür auf und dann gucken wir mal, was da oben ist. Ich bin äußerst gespannt. Also Gerlinde, schau mal hier. Das ist hier Dieters Dachboden. Schau dich um, es ist total faszinierend. Hier gibt es Dinge, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und, das übersieht man manchmal, schau mal hier unten, einen echten Briefkasten für Schlossgeister. Oh. Wer da seinen Brief durchsteckt, der kriegt am nächsten Tag Antwort vom Schlossgeist. 100%? Der kann schreiben, ja. Es ist verrückt. Hat er auch gelernt, braucht auch eine Weile, aber mittlerweile kann er es gut. Also hier Dieters Reich. Ja, schaut euch um. Es gibt kaum was Schöneres. Danke, dass wir das einmal sehen dürfen. Und er ist sogar in eine Geisterschule gegangen. Genau. Danke, danke.